Für einen gesunden Umstieg auf eine vegane Ernährung reicht es nicht aus, Fleisch durch Tofu zu ersetzen. Guten Morgen! Vegane Ernährung ist ökologisch, ethisch und gesundheitlich nach meiner Erfahrung und meinen Recherchen einer omnivoren Ernährung überlegen. Aber, und das darf man nicht unter den Tisch fallen lassen, bei aller Freude über ein schöneres und vitaleres Leben, was man selber damit erreicht hat, gibt es Menschen, die einfach nicht informiert genug vegan werden und entsprechend kein schöneres Leben erreichen und frustriert leider wieder zum Steak greifen. Heute möchte ich Euch aus wissenschaftlicher Sicht die entsprechende Quelle vom Institut für Ernährungsmedizin der Technischen Universität in München, habe ich Euch unten verlinkt, genau sagen, worauf Ihr beim Umstieg auf die vegane Ernährung achten müsst. Ein Video für alle angehenden Veganer, die nährstofftechnische Grundlage und quasi mein aktueller Wissensstand. Für erfahrene Veganer ist heute sicherlich nicht so viel Neues da, aber hier sind in den letzten Monaten wieder sehr, sehr viele nicht vegane Abonnenten dazugekommen und der ein oder andere spielt vielleicht mit dem Gedanken, und entsprechend möchte ich heute einen ganz klaren und übersichtlichen Abriss darüber geben, auf welche Nährstoffe ihr wirklich achten müsst, wenn ihr den Umstieg erfolgreich schaffen wollt. Nährstoff Nummer 1 ist das Vitamin B12. In nennenswerten Mengen kommt es nur in tierischen Lebensmitteln vor, aber wir produzieren selber auch B12 im Mund und auch im Dünndarm. Empirische Studien zeigen allerdings, dass Veganer häufig in Blutuntersuchungen einen Mangel an B12 haben. Die Frage, die jetzt diskutiert wird, ist, ob dieser Wert tatsächlich einen Mangel darstellt oder ob es trotzdem ausreicht, weil die Werte, die dem Mangel zugrunde liegen, also der Attestierung des Mangels zugrunde liegen, sind Werte, die berechnet wurden in einer Zeit, wo es keine große Anzahl von Veganern gab und man die ganzheitlichen Auswirkungen einer pflanzlichen Ernährung, wie sich das zum Beispiel die Darmresorption ausübt und so weiter, da noch gar nicht inkludiert hat. Aber um bei der Umstellung auf eine vegane Ernährung sicher zu sein, rate ich am Anfang lieber dazu, Vitamin B12 als Nahrungsergänzungsmittel zu sich zu nehmen. Das nennt man supplementieren. Ich habe meins, was ich jetzt immer noch auch nehme, unten auch verlinkt. Ein sicherer Mangel, wie oft propagiert wird, insbesondere natürlich von Leuten, die sagen, vegan ist blöd oder vegan ist schlimm und so weiter. Also ein Mangel von B12 ist de facto nicht gegeben. Das hat ein deutsches Gericht erst letztes Jahr festgestellt. Das ist die Vermutung im Raum. Aber wie gesagt, um sicher zu gehen, supplementiert B12 und gut ist. Auch mein Video bezüglich der gesetzlichen Lage B12 Gerichtsurteil oben Infokarten. Der zweite wichtige Nährstoff und meiner Meinung nach der am meisten unterschätzte, das ist das Jod. Der Jodgehalt pflanzlicher Lebensmittel ist mit Ausnahme von Algen und Seetangprodukten sehr niedrig. Und wenn ihr diese nicht ausreichend zu Euch nehmt, weil ihr keinen Seetang und keine Algen mögt, dann wird sich über kurz oder lang, gerade wenn ihr auch kein jodiertes Speisesalz benutzt, wie ich damals, eine Müdigkeit, eventuell auch eine Launigkeit oder eine Antriebslosigkeit in der Umstellung auf eine vegane Ernährung einstellen. Viele Erfahrungsberichte mit einer Jodüberversorgung hingegen innerhalb einer gesunden Ernährung berichten über stark positive Effekte. Daher tendiere ich bei dem Thema Jod, ähnlich wie auch bei Vitamin D3, dazu lieber etwas zu viel Jod zu nehmen als zu wenig. Zumindest gemessen am derzeitigen Jodbedarf, der mit 0,25 mg angegeben wird. Ich selber mache auch gerade einen Selbstversuch mit 10 mg Jod pro Tag, seit ungefähr 2 Monaten. Link gibt es oben in den Infokarten, Updates werden dann auch folgen. Fakt ist, viele Veganer haben einen Jodmangel und daher bitte darauf achten. Das wird viel zu selten thematisiert, auch aufgrund der Tatsache, dass diese Zwangsjodierung des Speisesalz im Rahmen von Verschwörungstheorien immer als negativ dargestellt wird. Aber das war eine ganz, ganz sinnvolle Sache und mich zumindest hat es auch in dem ersten Jahr davor bewahrt, eben keinen Jodmangel zu haben, weil ich noch jodiertes Speisesalz benutzt habe. Dann habe ich umgestellt auf Himalaya-Salz, auf gutes und ökologisch und nicht von der Regierung verunreinigt, mit Jod verunreinigten Salz, und habe dann den Jodmangel bekommen und wurde müde und der Jodmangel wurde mir, aber das habe ich alles im Video oben erklärt. Deswegen, ich habe es am eigenen Leib erfahren, was Jodmangel bedeutet, von daher achtet drauf. Algen und Seetang, natürliche Basis, wenn ihr das in euren Ernährungsalltag integrieren könnt, ansonsten halt Kelpalgen gehen auch, ansonsten supplementieren, gibt es auch als Pillen Kelpalgen oder ihr nehmt, was ich nehme, die logoische Lösung, ist allerdings jetzt ein bisschen viel, das ist erstmal ein Selbstversuch, das möchte ich jetzt noch nicht empfehlen, aber achtet darauf, dass ihr genug Jod zu Euch nehmt und natürlich jodiertes Speisesalz. Der dritte wichtige Nährstoff
Calcium. Eine ausreichende Calciumzufuhr ist über pflanzliche Lebensmittel absolut möglich. In der Epic Oxford Studie war jedoch das Knochenbruchrisiko bei allen Veganern um durchschnittlich 30% erhöht. Warum? Weil, zumindest ist das die Kausalität, die angenommen wird, sie einen starken Calciummangel hatten. Hat man aber die Veganer betrachtet mit einer täglichen Calciumzufuhr von mindestens 525 Milligramm, bestand kein Unterschied mehr zwischen Fleisch und Fischessen. Und deshalb dürfte diese Kausalität auch der Wahrheit entsprechen. Bei Calcium allerdings darauf aufpassen, dass man nicht zu viel zu sich nimmt. Das erhöht nämlich dann auch wieder Eure Sterblichkeit und ist auch nicht gewünscht. Siehe dazu auch mein weiterführendes oben in den Infokarten. Heute wollen wir ja relativ kurz und prägnant bleiben. Das vierte, das ist das Eisen. Und das bezieht sich die Empfehlung eher für die Frauen. Männliche Veganer, die sich halbwegs gesund ernähren, also nicht nur Fertigprodukte, sondern auch mal was Frisches, die haben damit eigentlich weniger ein Problem. Aber Frauen durch ihre Menstruation können durchaus in der Umstellung einen Eisenmangel aufweisen. In pflanzlichen Lebensmitteln weist das Eisen in der Regel eine schlechte Bioverfügbarkeit auf. Dazu hemmen pflanzliche Inhaltsstoffe wie Phytate in Getreide, in Soja oder in Hülsenfrüchten die Eisenaufnahme im Dünndarm. Ascorbinsäure, also das Vitamin C, das verbessert dagegen die Bioverfügbarkeit von pflanzlichen Eisen. Also achtet dabei drauf, wenn ihr euer Essen kombiniert oder wenn ihr euer Essen erstmalig trackt. Zum Thema Eisen habe ich aber schon mal ein ausführliches Video gemacht, auch oben in den Infokarten. Das letzte sind die Aminosäuren. Die biologische Wertigkeit, also Aminosäuren, ist das, was unser Körper letztlich aus dem Eiweiß bildet, das was für uns wichtig ist. Mit dem Eiweiß oder Protein kann unser Körper gar nichts anfangen, sondern nur wenn es aufgespalten wird in die Aminosäuren. Und die biologische Wertigkeit von pflanzlichen Eiweiß, aus denen dann die Aminosäuren im Körper gewonnen werden, ist in der Regel niedriger als diejenige von tierischen Eiweiß. Aber durch geeignete Kombination von pflanzlichen Eiweißlieferanten lässt sich auch eine entsprechende Aminosäureversorgung sicherstellen. Eine Möglichkeit, was ich selber mache, ist 2 Drittel Reisprotein mit 1 Drittel Erbsenprotein zu mischen, da diese der Aminosäurezusammensetzung von Fleisch gleicht und das dann einfach im Smoothie oder pur trinken. Was ich nutze, auch wieder unten verlinkt. Wenn ihr grob mit 0,5 Gramm dieses Gemischs von Reis und Erbsenprotein pro Kilo eures Körpergewichts rechnet, dann habt ihr eine gute Basis eurer Aminosäureversorgung sicherzustellen. Diese 5 Nährstoffe bitte beachten bei der Umstellung. Allgemein, auch als Fleischesser solltet ihr zudem natürlich auch auf Vitamin D achten, da der Großteil der Deutschen da einen Mangel hat. Aber das hat nicht unbedingt mit vegan oder nicht vegan zu tun. In der EPIC-Studie zeigte sich kein signifikanter Unterschied der Vitamin D-Plasma-Konzentration zwischen Fleischessern und Veganern. Aber im Zuge auf eine Umstellung auf eine gesunde Ernährung, da könnt ihr das eigentlich gleich mit abwaschen, sag ich mal, einfach mit beachten und da empfehle ich Euch entweder in die Tropen zu ziehen, wo die Sonne den ganzen Tag scheint, oder eine Vitamin D Lampe zu kaufen, siehe auch das Video von mir, oder ja, einfach zu supplementieren oder das zu kombinieren. Und das mache ich. Ich selber nutze die Lampe und supplementiere. Ich tue ungefähr 2x die Woche 5 Minuten mich unter die Lampe legen und 6000 internationale Einheiten, nämlich täglich an Vitamin D zu mir. So, ich hoffe, ich konnte wirklich eine kurze, knackige Übersicht, das war heute mein Ziel, Euch bereitstellen, ja, worauf ihr achten solltet, wenn ihr Euch in den Kopf gesetzt habt, Veganer zu werden, besser zu leben. Und wenn ihr dabei seid umzusteigen oder jemanden kennt, der auch vegan werden will, bitte dieses Video merken oder teilen. Ich glaube, so kurz und prägnant, kürzer geht's nicht. Und da hat man wirklich den größten Überblick, was die Nährstoffe angeht. Und das ist ja meistens der Hauptkritikpunkt an der veganen Ernährung. Sie ist nicht vollwertig. Und das andere ist, sie ist sehr teuer. Und, aber diese beiden Argumente sind Blödsinn. Ich habe dazu ja auch mein Buch geschrieben, Vegane Welt mit wenig Geld, wo ich halt wirklich jeden Tag aufgeschrieben habe, was ich grammgenau zu mir genommen habe und auch grammgenau die Nährstoffe alle getrackt habe, das Geld getrackt habe und mit unter 140 Euro im Monat wirklich vollwertig vegan und lustvoll gegessen habe. Das heißt mit Südfrüchten, mit veganem Sushi, mit allem möglichen. Ich habe also nirgendwo groß gespart. Ich habe sogar Bio-Bananen benutzt und Bio-Sonnenblumenöl oder was auch immer. Ich Vegane Welt mit wenig Geld, 9 Euro mein Buch, verlinke ich euch oben das Video, da seht ihr auch den Link für das Buch, kann ich wirklich nur empfehlen. Also gebt auch gerne Rückmeldung per Daumen oder Kommentar für dieses Video, denn ihr wisst, jeder Kommentar und jeder Daumen, egal ob nach oben oder unten, total egal,
Aber jede Rückmeldung sorgt dafür, dass dieses Video besser gefunden, besser gerankt wird und ja, insbesondere besser und höher als zum Beispiel Let's Plays und Schminkvideos und damit ja, die Menschen, glaube ich, für ein bewussteres Leben mehr erreichen kann. Also, ich wünsche euch alles Gute und wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian. Tschüss.